Ja, ne? Geht weiter mit Persona 3. Ich komme auch nicht so ganz auf die Kopfschürze, klar, aber das ist ein anderes Thema. Wir laden das Spiel direkt, ne? Wir haben gar keine Zeit verlieren, wir sind in der Lunge. Und ja. Wir haben mit dem letzten Mal damit aufgehört, dass ich mich dazu entschieden habe, dass wir Dingenskirchen im Turm weitermachen wollen. Weil irgendwie, wir haben kein Geld. Das ist nur das Hauptargument. Ja, Punkt, wir haben kein Geld. Wie funktioniert das denn? Hey, ich will ins. In Ich höre es mit an. Metaversum. That'd be correct. Gut, Gnadenlosen Eisrahmen besiegt. Okay, wer jetzt mal gegen Gegner gespoilert, lernt. Durchschnittliche Stufe 5. Naja, gut, ne? Wie soll es eine Stufe 5 sein? Wobei auf dem Spiel höheren Schwierigkeitsgrad levelt man dann ja. Hier glaube ich, ne? Ah, ja. As we explore Tartarus, this will be our temporary base of operations. I'm counting on you to take charge during the operation. Drücke oben in einer Runde, um das Taktikmenü zu öffnen. Dort kannst du deine Gruppenmitglieder in deiner Runde austauschen. Mit direkten Befehlen kannst du ihre Aktionen steuern. Freihandeln, die Gruppenmitglieder voll auf Angriff. Ja. Ja, direkte Befehle oder alles andere ist auch cringe. Blackie, was ist denn los? Kannst du helfen? Willst du helfen, ja? Löwen direkte Befehle, das ist doch bestimmt auch eingestellt. Guck ich mal kurz. Genau, direkte Befehle. Anders will ich doch gar nicht spielen, ganz ehrlich. Dann war mein Team sind die drei Personen, weil du bist hier Futaba und der andere, keine Ahnung, tötet uns irgendwann. Nee, keine Ahnung. Ich traue mir nicht so ganz. Aber das ist ein anderes Thema. Gehen wir in die Velvet Room. Was ist ein Persona-Stream oder Velvet Room Besuch, ne? Hi Leon! Du riechst gut. Welcome to the Velvet Room. I have been anticipating your arrival. The time has come for you to wield your power. My role is to create new personas. By merging multiple persona cards together, they can be reborn into a new form. One could call it a fusion of personas. Muss ich dir in den Kopf schießen? Ich hoffe. There is much hidden potential within your persona abilities. We've never had a guest show this much promise in the past. Indeed. And by establishing social links, you may be able to create even stronger personas as well. Oh ho! This shall prove to be most interesting. To that end, as you accumulate cards, please bring them to me. If you wish to learn more about fusing personas in greater detail, then come talk to me so that I may give you some hints. I will assist you to the best of my ability. Dankeschön. Du kannst dir Igors Macht leihen, um im Velvet Room neue Personas zu fusionieren. Das Fusionieren von Personas ist essentiell, um gegnerische Schatten zu besiegen. Versuche zunächst, die Personas in deinem Besitz zu fusionieren. Ja, Persona-Fusion, Social Links und Fusion, Skill-Vererbung. Ja, Social Links, das wird nur wissen. Wird spannend auf jeden Fall. Generell auch einfach so Verbindungen mit Leuten einzugehen. Ich denke mal, es wird auch eine Sache sein, das habe ich auch noch so gar nicht gemacht, ne? Also, mal gucken. Ja, Personas fusionieren, machen wir einfach mal. Companion, Registrieren und Fusion. Paarfusion, Spezialfusion, Fusionssuche. Na ja, gut. So, genau. Mehr zwei halt, kann man so fusionieren.
7 minutes is all I could spare to play with you. Shall we take a look? Aktuell können wir Nikomata fusionieren. Ja, machen wir es doch einfach mal. Und moin, Tobi. Balle. Frisch. Dann mal erstens, er war vor dir da. Zweitens, ne? stimmt, diese verschiedenen komischen Elemente. Bufu. Dia. Ach. It seems no new powers have been bestowed upon you. Ja. Well then. Du gehst ins Kino. Was auch sonst? Also mal, du hast am Samstag was mit Leuten gemacht, das heißt, das ist rausgefallen, ne? Du bist introvertiert, du kannst nicht auch was mit Leuten machen. Deshalb Kino. Ich wurde gezwungen, okay, du bist doch nicht introvertiert. Was gibt's denn? Langsam werde ich alt, doch ich werde alles geben, um dich zu beschützen. Kling! You need? Are you finished? Dann hast du eine Hausaufgabe. Keine Ahnung. Am Donnerstag. Zu Donnerstag. Reden. Ja, sag mir noch mal kurz, dass du Social Links. Let me answer that for you. Genau, Bindung mit anderen Menschen. Deshalb ist natürlich, dass Social Links die Stärke deiner Personas beeinflussen. Wenn du ein Social Link mit dem gleichen Arcana hast wie die Personen, die du verschaffen möchtest. Naja, klar, okay. Genau, krieg mal halt mehr Boost so. In einigen Fällen kann deine Person selbst. Verstehst du jetzt, wie wichtig Social Links für Personen und so sind? Ja, aber wie bildet man die? Das ist halt so ein bisschen die Frage. Also, aber kannst du mir nicht helfen? Fusionsunfälle. Naja, gut, hier gibt es viele Sachen, die wir, glaube ich, auch einfach noch lernen werden. Ich will gehen. Ein japanischer Film hat halt auch gerade Live-Action-Hilfe. Kann nur furchtbar werden. Gut, wir gehen mal rein, ne? Oder? Wollen wir rummachen? Warte erst einmal, lass mich drüber nachdenken. Das ist die gleiche Antwort. Ich hasse sowas. Ich hasse es, wenn man mir zweimal die gleiche Antwort so gibt. So, warum muss man überhaupt antworten? Na gut, wir gehen rein, ne? Warte, wir haben noch den Teleporter. Ah, okay. Das ist wirklich ein Ende. Die meinten ja auch, dass der Turm immer wieder neu aufgebaut wird, was ich keine Ahnung, ein bisschen verstehe. Da bin ich halt ein bisschen verwirrt, was das genau bedeutet. Aber ich kann auch schon mal sagen, dass PlayStation mich auch schon gespoilert hat, dass wir uns gerade wohl in den im Garten der Säkularen aufhalten in Thebe und haben das 0% abgeschlossen. Also mal gucken, ne? Mal gucken, wie das alles aufbaut, aber ja. Sind auf jeden Fall im Garten. So, gehen rein. Oh, that reminds me. Unsere Nachforschung zufolge ist der Tartarus in mehrere verschiedene Bereiche unterteilt. Wenn wir den Turm weiter hinaufsteigen, erreichen wir irgendwann eine Stelle, die zu einem neuen Bereich führt. Diesen Punkt zu erreichen, lautet. Okay. Also Garten ist wahrscheinlich jetzt erstmal dann. Ja, Tower of Doom halt, ne? Alright. Nur halt ohne. Na, wobei. Ja, ich bin bereit. Ah, okay, ich kann auch am gleichen Tag dann nochmal wieder zurück, okay. Ich wüsste jetzt noch nicht, warum ich dann hier zurückkommen sollte, aber hat bestimmt. Oh, ist ein Speicher, ne? Dankeschön. Leader. Die Größe aller Ebenen kann variieren, aber man muss nicht zwingend jeden Winkel erkunden. Direkte Treppen anzuvisieren ist auch eine gute Variante. Ich würde schon Kämpfe mitnehmen, vor allem, weil wir halt auch, ne? Geld, ne? Geld. Ja, sprinten. Aber die Gegner entdecken mich dann auch schneller. Karte.
Autoheilung. Ne, lass mal. Ich finde auch ein bisschen. Naja, mal gucken, ne? Ist halt so ein bisschen. Ne, Mementos. Eigentlich eher so. Gucken wir mal. Ah, okay. Ich finde, das ist so ein bisschen aktiveres Kämpfen jetzt in Persona, so. Man kann aktiv einfach Sachen selbst kaputt machen. Ja, man kann auch Persona mit der X-Taste halt so einen Angriff machen, ne? Das war dann eher so. Ja, ist halt ein Quicktime-Event und keine eigene Aktion. Ich würde mit Fierk angreifen, ist immer lieber. Als halt alles auf der X-Taste zu haben. Wie, den kenne ich noch nicht. Den kenne ich doch. Tiger Maya, okay, die sehen halt gleich aus. Das ist jetzt schon. Das ist aber keine Übergabe, so, ne? Genau, wir wollen halt auch mal diese All-Out-Attack machen, damit wir ganz sicher uns auch eine Karte aussuchen können. Weil nur durch die Karten können wir auch Geld bekommen und andere schöne Dinge. Ja, los, Angriff. Ja. Ich meine, wir bekämpfen ja auch keine Schatten, die halt irgendwie auch Persona sein können, sondern wir sammeln halt Karten. Und können halt die Pixie halt freischalten. Das ist halt irgendwie auch so ein bisschen. Weiß ich nicht. Sie haben den Persona 5 besser geregelt, finde ich. Das ist mehr EP. Man sollte so EP zum Beispiel, finde ich dann eher so. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich krieg schon genug EP so. Ich werde zwei einfach mehr Kämpfe machen. Also, ich würde halt schon am liebsten eigentlich schon immer, wenn ich die Möglichkeit habe, mir Geld zu holen, auch Geld mitnehmen. Oh, Tierk. Guck, da habe ich gerade schon X drücken wollen. Ah, guck mal, da habe ich auch schon Lachen gemacht. Ah, Wind? Was ist ein Fragezeichen? Was ist ein Ausrufezeichen? Okay, schwach. Keine Windschwäche. Schön, man kann die so ein bisschen breiter machen. Warum haben sie nicht direkt so gemacht? Also, das ist irgendwie so ein bisschen. Aber Wind. Ich hab keinen Wind. Der Wind. Die hat Wind. Was haben wir denn hier? Neben kleinen Arcana-Karten, die gelegentlich in Shuffle-Time auftauchen können, in seltenen Fällen eine große Arcana-Karten auftauchen. Du kannst nur ein Exemplar jeder großen Arcana-Karte pro Tag erhalten. Okay. Habe ich gesehen. Wie läuft's? Was machst du gerade? Erstmal New Game Plus und halt erstmal halt durchspielen und auf Sachen achten. Hast du mal die maximale Anzahl an großen Arcana-Karten erreicht mit einer Arcana-Schub-Stadt, der den Rang deiner kleinen Arcana-Karten erhöht? Sammle so viele kleine Karten. Schon die Karten, die bringe ich dann zu Igor. Wenn du eine Persona wählst, die du bereits hast, dann erhältst du die Person EP, ja, genau. Na komm, dann nehmen wir mal. Du erhältst mehr EP aus Kämpfen, bis du den Tartarus verlässt. Okay, dann machen wir mal. Hier ist angreifen, ganz wichtig. Und schön alles mitnehmen. Generell können wir die Sachen einfach so ein bisschen verkaufen, um Geld zu kommen später. Weil ich scheinbar viele Quests verkackt habe und keinen Bock habe, mich durch die ganze Liste zu arbeiten, um dann zu merken, dass die Hälfte nicht machen kann, habe ich in den Platz angefangen und folge Schritt für Schritt. Alles klärchen, es klingt spaßig auf jeden Fall. Ich. Ja, Final Fantasy habe ich auch auf meiner Liste, ne? Final Fantasy 7 durchspielen, also Remake. Final Fantasy 7 Fortsetzung eher. Navi.
Manche haben auch schon durchgespielt. Trotzdem viel zu viel gemeint. Das glaube ich dir. War Tobi, glaube ich, auch mal angedeutet, dass in Persona 3, Dark Souls 3 nochmal richtig schlimm ist. So war es erst 2. Ich glaube, es war sogar 3. Da sind garantiert nützliche Materialien drin. Also ja, das mache ich die ganze Zeit. Aber es ist wichtig, dass ich es mir auch nochmal sagen so. Oh, na dann. Machen wir nochmal. Aber erst später. Sehr schön. Ansonsten nur, ist aber noch. Es ist aber einige Sachen, zu viele Sachen. God of War ist da gerade eher so ein bisschen auf Eis gelegt. Ja, so hart ist es eigentlich gar nicht. Und sie haben ja schon angefangen, Steins Gate Zero einfach mal so ein bisschen zu spielen. Ein bisschen darf man ja schon mal. Aber das ist, glaube ich, auch erstmal pausiert, so. Aber der Anfang ist schon mal gemacht. Stilkarte. Geld. Was ist das hier? Spielig-Spackman. Stimmt, die haben ja auch in der ersten Welt gesammelt. Could you please stop thinking nonsense and focus on the upcoming battle? Ich habe halt so richtige Mementos-Vibes, sonst besonders 5, ne? Das ist halt immer so ein Palast, der ist immer wieder verändert. Oben links diese Einblendungen. Apropos, da fehlt ein R. Ja, was gibt's? Hihi, Penner. Spielst du für mich Final Fantasy und God of War? Dankeschön. Mit auf Steins Gate. Sehr gerne. Da habe ich wohl auch von dran gedacht. Sehr gut. Also mein Okay hast du es. Also klär's gerne mit Marvin ab. Oder halt in der Gruppe halt, ne? Da habe ich keine Ahnung. Wobei. Feuer. Und die halt sind, genau. Na komm, mach tot. Eigentlich hätte ich nur einen Auto-Attack machen sollen. Ja stimmt, der hätte auf jeden Fall auch eine Schwäche annullieren sollen. Vor allem auch deswegen, weil sie wird safe eine Karte haben wollen. Leute, die bei MP verbrauchen so, dann passt das schon. Erleben wir auch mal ein normales Ending, das ist auch mal gut. Ja guck. Weil wir haben den EP-Bonus, ne? Aber EP kriegen wir gut. Jetzt haben wir auch die Stufe 5. Oh, Sephiroth-Vätern. Der Lebensbaum. Sephiroth ist der Lebensbaum, ne? Der Tod. Was ist hier los? Hey, there's a treasure chest. Wo? Oh, hab ich gar nicht gesehen. Als hab's dann auf der Map gesehen. Mikroscherbe. Was ist denn eine Mikroscherbe? Ja, ne? Na, verstehe. Na komm. Richte die Mikroscherbe, ne? Da geht's weiter, dann gehen wir mal hier lang. Tebellaterne. Das ist einfach nur ein Schatz, so keine Ahnung. Ich muss gucken. Items. Oh ne, das sind Materialien und Wertlachen. Ich vermute mal. Weil das Materialien verwirrt mich ein bisschen. Wertlachen, klar kann man verkaufen, aber was heißt Material? Mein Dick verloren! Danke. Das sind Voraus-Items, klar.
Also Materialien suggeriert für mich ein bisschen, dass man damit auch schmieden kann, so. Naja gut, werden wir jetzt herausfinden, also prinzipiell Sachen zu verkaufen, ist immer wichtig. Ja. Wenn ein Weg einmal entdeckt wurde, dürfte es kein Problem sein, euch wieder dort entlang zu navigieren. Da sich Tartarus aber ständig verändert, sind die Aufzeichnungen beim nächsten Besuch schon wieder nutzlos. Genau. Ja, genau, also ja. Die werden einfach nur, also wirklich die Karte immer aufzeichnen, aber bringt beim nächsten Mal nichts mehr, weil, ne? Ich finde schön, aber schön, dass es hier kein dämliches Stealthen gibt. Also dämlich im Sinne von, es war ein Person auf jeden Fall dämlich. Hier. Skillkarte oder eine Engel. Ja, neue Persona, ne? Ich weiß gar nicht, ob man für Platins Compendium vervollständigen muss. Brauche ich jetzt an der Stelle eigentlich auch noch gar nicht wissen, weil, naja, ich will es ja eigentlich auch so machen, ne? Von daher. Okay, er lernt Feuermoves, alles klar. Natur. Muss ich da sowas einnehmen? Ist einfach nur anders geformt. Oder leuchtet anders. Heilpulver. Glassplitter. Gehen wir hier lang. Abzweigung. Einfach in Deckung gehen, genau. Komm, weg. Und All Out Attack. In Persona 5 hat es, glaube ich, immer nur mehr EP und mehr Geld gegeben unter Umständen. So. Ich muss dann leider los. Okay, tschüss. Bis dann und schau, Leon. Wir sehen uns, ne? Morgen früh. Nein. Ja, noch viel Spaß im Film, ne? Und lass nichts verschütten. Wir riechen uns. Leider. If you want to be healthy, this is a startup. Drink more water. Ich trinke Apfelsaft. Natur drüben. Hab ich mir heute extra gekauft für den Stream. Dankeschön. Hab mir gedacht, ne? Viel Spaß und man sieht sich. Okay. Noch nicht. Ja, ist ein Schatten, ja. It's a group of three. You have the initiative.
Ich habe keinen Fernkampf, ne? Nee, nee. Es gibt einfach nur eine. Naja, nur eine physische Waffe, ne? Ja, Stich, Schlag und Hieb. Nee. Stich, Schlag, also Stich, Stich, Hieb und Durchbohren. Ihr wart drin, ne? Na gut, hab ich nicht anzubieten, tatsächlich. Will ich jetzt wirklich alle mit Wind angreifen? So und so, ne? Oh, das war dumm. Ich hab mich verdrückt. Mist. Na gut, das spart einmal MP. Habe ich Heilung zufällig? Ich glaube auch die heilt, ne? Und apropos heilen, ne? Ich denke mal, es ist gleich soweit. Was ist das hier? Regeneriert wenige TB. Weil jetzt habe ich keine All-Out-Attack, ne? Nein, jetzt habe ich keine All-Out-Attack. Aber dieses Abschlussbild mag ich. Das ist schön. Oh, Geld. Sehr schön. Ich habe noch nie so viel über Geld gefreut. Items. Was haben wir denn hier so? 50 TP. 100 TP. 5 SP haben wir auch. Nett. Und 30%. Machen wir mal so. Wie viel SP habe ich denn? Was ist denn mein maximales SP? 26? Ja, könnte sinnvoll sein, aber ich warte mal damit. Was haben wir hier? Ein Teleporter. Ja, geh mal kurz runter, ne? Alle haben ihren eigenen Kampfstil. Manche greifen die Bahn, andere stehlen die Abwehr vor. Du entscheidest, wie wir uns im Kampf verhalten. Fortschritt prüfen, was sagst du denn? Okay. Netzwerk nicht erkannt, ja, ist auch egal so. So, dann würde ich gerne wieder hoch. Hä? Ich dachte, ich kann mich zurückteleportieren. Ich bin nicht verwirrt. Oder kann ich das... Nein, nicht Auto heilen. Ich habe mir vorhin gesagt, ich kann mich dann wieder zurückteleportieren, solange ich am gleichen Tag bin. Ah, okay. Okay, ich kann dann auf den... Anscheinend auf den höchsten Punkt, oder also den Punkt, wo ein Teleporter ist. Okay. Da wird das dann entschieden. Alles klar. Sind immer noch ein Weg, ne? Einbahn-Teleporter. Ach, guck mal hier, die lachen sind auch wieder da, hast du nett. Die Kämpfe nehme ich mit. Du hast ja auch Feuer jetzt, ja. Shuffle Time. Okay, sowas gibt's auch. Ja gut, jetzt brauche ich das nicht mehr. Jetzt gerade brauche ich das nicht, aber danke. Dann leveln wir mal Pixie. Stimmt, ich habe andere Personas, ne? Wobei, ich muss die doch bitte jetzt abgeben bei Igor, ne? Oder? Lass mal gucken. Ich hab die direkt, okay. Ich hab die direkt. Gut. Gott sei Dank. Yeah,
Warum hat er den denn schon mal beruhigt? Was ist das für ein Scam? Ja, okay, die erholen sich einfach wieder direkt, so, wenn ich jetzt einfach mittendrin andere Angriffe mache. Das ist ein bisschen doof, so. Ich verstehe, wenn sie nach einer Runde tun, aber jetzt schon so. Immer noch andere Personen oder so, ne? Okay, die Truhen bleiben geöffnet. Ja doch. Das heißt, Leute, keine Angriffe machen, sondern einfach so in Freiung gehen, damit der nächste kann. Warum ist sie denn jetzt dran? Macht auch nichts. Die Frames springen auch so ein bisschen, weil sie noch nicht so tragisch drin. Geld. Boah, ich ja, wenn wir nichts komplett überzeugt, nehme ich Geld. Maske der Feigheit. Nö. Und da kommen wir noch gerade, Trottel. Ach, Ryuji. Gut, hier lang. Rauf. Klingt gut. Oho. Oho. Ich melde mir den Teleporter hin. Der Frequenz des Signals nach zu urteilen ist, dass Zweifel ohne ein starker Gegner. Es wäre am besten, euch vor dem Angriff neu zu gruppieren. Wie neu gruppieren? Das Gerät dort, das können wir vielleicht verwenden. Ledet euch an. Das ist ein Zweiweg. Teleporter. Verstehe. Redet auf dem Gerät bitte erst leben, sonst soll Leute. Okay, dann gibt's dann. Ja gut, das ist jetzt so ein fester Teleporter in alle Richtungen. I knew it. Those devices are teleporters. They're portals that are all connected to one another. Once activated, you should be able to travel between any of the other devices. Be sure to activate any you come across. They'll be quite useful during future expeditions. Und ich denk mal, genau, zukünftige Erkundungen, das gilt halt jetzt global, das heißt auch für spätere Besuche. Items. Ja, ich bin mal so mutig behaupten, dass das erstmal reicht. Und mit der Autoheilung habe ich wahrscheinlich ihre Magie eingesetzt. Ah, ist okay. Das speichern wir einfach nochmal ab. Gut. Und jetzt auch eine kleine Ebene. Weil sind, das ist Zwischenboss. Gehen wir. This is beyond the level of an ordinary shadow. Watch yourselves. Let's see. This may be a good test of your skill.
Fliegende Gegner. Da wird es auf jeden Fall gleich mit ihr auf dem. Mit dem Bogen ballern. Widerstand Feuer. Widerstand Eis. Mabufu geht die Greifer mit Eis an. Über Gruppenangriffe. Das heißt, hieß ja letzten Endes okay. Feuer könnte effizient sein und sagen wir, es wird ja jetzt auch sein hier so. Machen wir nochmal einen Angriff so. Ich glaube, dieses Bild, was da auch kommt, direkt auch so eine, ja, Schwächen oder so ein Critical-Animation. Muss man darauf achten. Ey, das kommt nicht immer. Nee, das kommt nicht immer. Wecken wir. Well done. Let's continue exploring. Krafttipp. Schlag. Schlag ist sieb. Hey, von meiner atemberaubenden Performance abgesehen. Wir sind jetzt aber voll auf derselben Wellenlänge, oder? Bitte rede nie wieder von deiner atemberaubenden Performance und ich will gar nicht auf deiner Wellenlänge liegen. Warum denn? Teamwork macht man gemeinsam. Freunde sind nie einsam. Wo kommt das überhaupt her? Mittlerweile, ich hab nicht ein Ohrwurm seit Jahrhunderten, aber ich hab vergessen, wo der herkommt. Irgendeine Kindersendung auf jeden Fall. Auf Super RTL oder Nick? Ich mein Super RTL. Wir machen weiter. Die Tartarus ist im Moment unsere einzige Spur zur Ergründung des Mysteriums der Dark Hour. Hour. Alles klar, dann machen wir einfach mal weiter. Chuffy. Mal los, Interesse. Wenn ich da unten stehe, kann ich da unten speichern. Ich muss mich da wirklich runter teleportieren, wenn ich speichern will. Das ist fein. Ist das Treasure? Ja, das ist Treasure. Heilperle, dankeschön. Apropos Heilperle. Ja, ich guck mal, was gleich kommt, so, ne? Ich kann dann ein bisschen auf der nächsten Ebene noch rein. Weil wenn sie jetzt sagt, hey, wir gehen nach Hause, so, ne? Wobei, da haben einige Leute heute schon drei Gegner besiegt, also von daher. Nee. Na gut, ich geh speichern. Marvelous. Hier, es ist zwar nicht viel, doch ich schenke dir jetzt dir. Bitte nimm es an. Dankeschön. Du kannst ja Truhen öffnen. Elisabeth belohnt dich gelegentlich mit einem Zwielicht-Fragment, wenn du deine Sozialwerte erhöhst oder neue Social Links bildest. Okay. Also, habe ich das nicht gemacht? Mir hat es einfach nur so eins gegeben. I'm looking forward to it. How may I assist you? Please take a look. Registering, I see. Registering, I see. So registrieren die besser gemacht als Persona 5, also von der. So registriert jetzt alle. Viel besser als Persona 5, also einfach von der Sprache. Ich denke mal, die kann ich noch nicht machen, weil es so hoch, ne, genau. Aber den Wagen hier kann ich machen. Ich kann zwei Sachen mitnehmen. Ich will über Eis mitnehmen, weil das hat bisher noch keiner so. Polumpa. Na komm, nimm Polumpa mit.
So sieht die Fusion hier aus. Ich weiß, hatten wir vorhin auch schon, oder? Da hab ich nicht so drauf geachtet anscheinend. Na, meine Nase ist immer so ein bisschen. Boah, GTA heute, meine Güte. Ja, aber gut, ist ein anderes Thema. Die Folge kommt, keine Ahnung, in 3 Wochen. Nee. Irgendwann. Nächste Woche. Ich glaube sogar nächste Woche. Weil ich nicht irgendwann meine, ich lade 10 Folgen am Tag hoch. Man nennt ja auch wieder Feuer da unten. Ah, Skill verändern. Rakukaya verändert ja. Okay, eine Fusionsalarm. Ja. Pling. Hab ich's erwartet. Gab's auch in Persona 5. Are you finished? Ich will gehen. Ist die Lavenza deine Tochter? Ja, eine SP-Reinigung wäre vielleicht ganz sinnvoll. Und ich warte jetzt mal damit, so, weil ab und zu kann man vielleicht eine Karte damit machen. Wir machen weiter, ne? Ich mache mal so lange wie geht. Ich will effizient vorgehen hier. Auf Ebene 5 weitermachen. Die Gegner scheinen in jeder Ebene stärker zu werden. Trotz der Drohnengefahr haben wir wertvolle Erfahrungen gesammelt. Gehen wir weiter. Ja, bin ich dabei. Ja, nehmen wir mit. Seltsame Happen. Den habe ich von Shane bekommen, glaube ich. Was ist das hier? Is that? Da vorne ist ein Schatten. Ich nutze diese Gelegenheit, um dir das Tauschen beizubringen. Oh, gerne. Tauschquest. Let's do this. Oder ist einfach nur eine schlechte Übersetzung für keine Ahnung, Batonpass. Tauschen. Ja, mal gucken. Shifting tauschen. When you knock an enemy down, shifting allows you to leverage that opening to let someone else take action. Na. Kann man machen, aber Abgabe klingt schon besser. Ja, Abgabe war das deutsche Wort. Once you do, your offense can follow up with whoever you passed your action to. If you can coordinate well with your team, you'll be able to claim victory with even greater efficiency. You should all be experienced enough to pull this off now. Go ahead and give it a try. Genau, haben wir Windschwäche, Feuer und Wind. Ja, habe ich Wind? Ich hab Wind, das ist gut. Komm bitte R2. L2, okay, ich hasse alles. Kling! Schon 3 Trophäen heute, das ist herrlich. Ich sah es bis aus, könnte ich hätte wieder zu mir zurücktaufen können. Wäre ich irgendwann ausprobieren, wenn es hilfreich sein könnte, aber ich wollte jetzt nicht riskieren, dass es noch einmal funktioniert. Dann haben wir quasi in einem Zug, ne? Alle geplättet. Wie keine Karten. Man sollte im Kampf möglichst gut koordiniert vorgehen. Setzt es also sinnvoll ein. Darf ich drauf gönnen noch? Ist das ein Treasure?
Oder den anders auch so, ne? Man sieht das auf jeden Fall. Aber warum konnte ich keine Karten auswählen? Ich kann jetzt würde ich in dem Tauschen dann nicht. Weil damit das Tauschen eigentlich gar nicht machen wollen, so. Aber die Abgabe sollte es auch stärker machen. So, ja doch, ja, macht auf jeden Fall stärker. Aber wenn ich nach dem Großangriff keine Staffelteilen bekomme, ist das ein bisschen doof, so. Na gut, da haben wir Staffeltime. Könnte auch Zufall sein, aber wir haben einfach Staffeltime. Mabufu, Juwel. Mabufu ist eigentlich auch ganz nett. So ein Gruppeneis. Asparas. Haben wir Asparas schon? Na, nehmen wir mit. Ich habe keinen Truhe gesehen, ich konzentriere mich auf die Gegner. Ihr denn, Hilfe! Nach und nach die Schwächen kennenlernen. Shuffle-Time. Immer Engel. Haben wir schon mal einmal gehabt. Komm mal, Bufu. Hast du alle großen Arcana-Karten? Das war eine große Karte. Stimmt, große Karten sind auch eine Sache. Muss man darauf achten, was der Unterschied ist zwischen großen. Da unten stehen und unten links stehen zwei Karten, so. Weil ich weiß nicht, welche die großen Karten sind, I guess. Naja. Wobei, naja. Gibt es eine Arcana, du kannst eine kleine Arcana-Karte in der Wahl erhalten. Okay, und ab jetzt steigt der Rang der auftauchenden Karten auch, okay. Okay, cool. Verstehe, verstehe. Und am besten auch möglichst früh. So, guck mal hier, Doppelgeld. TP-Regeneration, EP. Geld. Und hab Truhe gehört. Feuerschwäche und du warst Eis. Shuffle-Time. Okay, dann war es glaube ich das eine einfach nur so ein Tutorial-Ding, dass ich Shuffle-Time einfach nicht bekommen habe. Garu. Einfach mal die alte Person nochmal so, schadet ja auch nicht. Denn... Oh mein Gott, nicht. Ah ja, genau. Kann halt mehr fusionieren. Kann ich halt mehr fusionieren. Nein. Oh, die Karten also ein bisschen verdreht. Die haben irgendwie die linke und die rechte Leiter vertauscht gefühlt.
Da ist ein Gegner gespawnt. Na gut. Oh, that reminds me. Bei niedriger Gesundheit ist Erholung wichtig. Man muss sie nicht unnötig aufs Spiel setzen. Ja. Ah, genau, hier wird jetzt. Genau, der Heilungsskill 1 Gruppenlied wird eingesetzt, um sofort allen Gruppen die TP zurückzugeben. Und kostet ebenfalls SP, klar, klar. Hm? It's a treasure chest. Das ist ein Hinterhalt. Eine SP-Karte. Also gerade wenn es TP-Regenerationskarten gibt, soll es auch SP-Regenerationskarten geben. Ansonsten ist halt die SP irgendwie so eine Schwachstelle von uns irgendwann. Mehr EP. Ja, mehr EP brauche ich nicht. Geld brauche ich. Und SP-Heilung, ne? Vielleicht hätten wir auch einfach irgendwie nochmal SP heilen. Ich guck mal kurz. Haben mittlerweile irgendwie jetzt noch eins gefunden. Item. Na, wir haben noch eine Seelenfrucht nur. Ja, passt schon, Mabufu-Juwel. Ach so, das ist ein Mabufu-Juwel. Ich dachte, damit könnte es wäre so eine Skillkarte. Na gut, nee, dann. Ist auch wichtig, die Elemente so als Karten zu haben, ne? Habe ich ja in meinem zweiten Persona 5 Durchlauf ja auch gelernt. Einfach, manchmal einfach Karten ballern, wenn man nichts Besseres hat, um Schaden zu machen. Was ist das denn? Warte. Na, schau mich mal so ein bisschen um. Das ist ein größeres Gebiet. Dran. Na, 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 na. Ah, es macht auf jeden Fall Spaß. Daran kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich Spaß an dem Spiel habe. Auch wenn ich mich natürlich immer gerne mit Person 5 vergleiche, natürlich dann auch, naja, negative Punkte anspreche in dem Spiel. Sie sprechen natürlich auch Sachen an, die positiv sind im Vergleich zu Persona 5. Und ich muss halt sagen, so prinzipiell das Navigieren durch die Paläste. Oder durch den Turm hier finde ich es angenehmer. Fühlt sich einfach so alles ein bisschen smoother und glatter an. Und bleibt hier gerade in irgendwelchen Bücherregalen hängen. Aber das Design, ne? Da finde ich Paläste schon geiler. Warte, von da komme ich. Glaube ich. Ne, warte mal. Na genau, von da komme ich. Ja, diesen komischen Raum, den wir da gerade gesehen haben, da geht's mal gleich was letztes hin. Was meinst du, sagt jetzt doch kurz was dazu? Sagt sie nicht? Gut. Vielleicht ist ein Willenssamen oder so. Ja, mal gucken. Ich weiß, mit der Kamera ein bisschen nervig ist manchmal. Kann ich die Kamera. Was? Ist die mir so langsam? Ne, geht eigentlich. Aber ich muss die Kamera hier häufiger drehen, weil ich mir doch die Ecken genauer anschauen muss, so. Weil doch überall so ein kleiner Pimmel stehen kann. Ja. Das sind genau meine Worte gerade gewesen. Zeigt mich an oder so.
Apropos Anzeigen. Habe ich eigentlich Feuer mit dir? Ja, denk mal, SP-Regeneration wäre so eine Sache. Na komm. Na, machen wir mal. Item. Aber noch eine, so, ne? Ja, die gebe ich jetzt einfach mal ihr. Ja, gebe ich mal. Oder ihm. Dann sieht er noch so ein bisschen mehr, ne? Na komm, ne, kriegt er. Kriegt er. Okay. Was ist das hier? Hier ist einfach nur ein großer Raum. Mit einer interessanten Sachenpotenzial in der Mitte. Boah, ich hab grad daran gedacht, wie gut das Spiel eigentlich läuft. Tja, erneuert gleich nicht mehr. Wenn man TP-Heil-Items habe ich ja so, ne? Die sind nicht das Problem. Komm, ey, ich hab eh nicht so viel verloren. Heilwasser, dankeschön. So, in die Mitte geht als letztes. Was ist das da? Ah, für eine Truhe. Dann bist du auf diesem Fernseher, keine Ahnung. Seltsamer Happen. Ja, war eine gute Entscheidung, dass ich ihm das gegeben habe. Geld. Ich will Multimillionär werden. Man kann auch nicht schaffen, die Persona zu leveln, aber am letzten Ende ist. Keine Ahnung, kriege ich die stärkere irgendwann. Well done. We've completely mapped out the area. Roger that. Should we move on then? Langsam muss ich glaube ich einsehen, dass es wahrscheinlich keine SP-Heilung als Belohnung gibt. Ah, Wind brauche ich. Kann ich machen. Angel.
Netter Moment der Wahrheit. Kann ich zurücktauchen oder nicht? Kann man nicht. Ist gut. Ja, komm mal. Das war, glaube ich, dumm vielleicht sogar, weil... Wo habe ich gerade Feuer? Ich habe gerade einfach kein Feuer, so von daher. Jure führen. Verfehlt? Hehe. Komm. Die machen wir zu Fuß fertig. Ja, ich weiß nicht, was mit mehr EP oder so. Ich will ein bisschen. Weiter ist ein Teleport oder was ist das? Ich guck's mir an, ne? Was ist das hier? Die Uhr ist richtig, aber sie scheint nicht zu funktionieren. Mit Hilfe der Uhr am Eingang kannst du TP und SP deines gesamten Teams vollständig regenerieren. Achte auch auf den Ebenen, die du erkundet hast. Kannst du Uhren finden, die genauso funktionieren wie die Uhr am. Ich wusste nicht, dass die Uhr am Eingang das kann, to be honest. 7 Spielfragmente. Das ist, was ich haben wollte, ne? Wie sieht's denn gerade aus bei mir? Ich hab mich ja gerade irgendwie so ein bisschen. Na komm, machen wir. Für den Vorfeld gibt's eine Trophäe. Ja, da habe ich schon mal gesehen, so, ne? Sehr schön. Gut, dann. Okay, also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten. Ich vermute mal, da gibt es wirklich keine Heilkarten, so. Rauf. Aber runter sehe ich nicht. Na gut, lassen wir auch nicht sehen. Ist okay. Muss man mit X angreifen. Direkt getötet. So, Angriff. Shuffle Time. Ich bin gespannt, was Leute sehen werden. Das sind wir jetzt auch die ganze Zeit auch nur hier in dem Tempel hier drin, ne? Das ist halt eine lange Folge, die ich dann hochlade, ne? Weil kein Grund für mich, hier mittendrin irgendwie einen Schnitt zu machen. Aber halt auch schon in Skyward Sword, so hier und da schneide ich mal ein bisschen raus. Bisschen, wo ich sehe, okay, da rede ich nicht viel und da passiert nicht viel so. Da schneide ich dann immer so ein bisschen raus. Also ich frage, ob es hier überhaupt einen Grund dafür gibt, so. Weil die meisten Laufwege gehören halt einfach auch zur Erfahrung dazu. Bei Skyward Sword zum Beispiel habe ich ein paar Flugeinlagen weggeschnitten, weil da einfach nichts passiert, nichts gesagt habe oder ich kann auch Off-Topic-Kram geredet habe, der auch nicht interessant war und nur einfach so, keine Ahnung, Organisation des nächsten Streams war oder keine Ahnung, flirten oder mit Zuschauern war oder so, ne? Also, okay, nee. TP-Regeneration brauche ich jetzt echt nicht. Es wäre ein richtiger Mittelfinger-Move gewesen, wenn ich jetzt einfach SP-Heilung vorgeschlagen hätte bekommen. Alright, let's keep moving.
Ich denke mal, auf Stufe 10 gibt es ja so einen Zwischengegner, Boss, Kampf. Ich will mal kurz die PlayStation 5 Möglichkeiten nutzen. 25%. Ich glaube, 25% war auch schon eine Stufe 5, ne? Okay. 20 Stufen. Ich hab grad was getrunken. Getränkeautomat. Ihr habt echt viele Getränkeautomaten in eurer Herberge übrigens. Wo fängt die jetzt an, weil sie eine Schwäche hat? Dann machen wir Wind. Das ist Elektrizität. Hab ich denn irgendein neues Element so um uns Schwert bekommen? Nicht so, ne? Mach direkt nochmal. Ah, du X. Da wird immer Dreieck, ne? Dreieck drücken. Boah, deswegen weiß ich nicht, ob ich mich so dran gewöhnt habe. Dann in meinem dritten Durchlauf halt einfach direkt zu spammen, so. Was haben wir hier? Dia. Na komm, dann gib mal Dia. Hier geht's drauf. Nicht Auto heilen, Karte, meine Güte. Teleporter. Warum sind wir auf Stufe 9 so nicht? Ich teleportiere mich jetzt nicht hier weg. Und eine Truhe. Getötet. Mach du mal weiter. Bitte nicht direkt töten. Weil glaube ich brauche schon die All-Out-Attack. Für den garantierten Shuffle Rush. Shuffle Dash, Shuffle Time. Silky, die ist neu. Das ist so eine Gelegenheit, ne? Dann nehme ich doch lieber die neue Persona, die ich noch nicht kenne. Jetzt hatte ich die schon. Naja, gut. Also weiß es nicht. 910 Yen. Dafür habe ich hier Geld bekommen. Wie leuchtet das? Wenn ich das richtig interpretiert habe, wird es ja jetzt dann direkt dann den richtigen Teleporter geben, mit dem ich dann wieder kurz zurück kann. Auf der nächsten Ebene wartet Ärger, so wie der Schatten, dem wir auf der fünften Ebene begegnet sind. Okay. Doch kein Weg runter. Hey, have you ever wondered if who's been setting up treasure chests here? Bestimmt Igor. Two targets. You can handle them. In this situation. Hier. Aua, oh, das war ein Crit. Könnte das jetzt dauern, dass man den gut ausweichen kann, weil es fliegt ja, ne? Und schlagen kann man das Fliegen ausweichen, so, ne? Versteht ihr? La 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 la. Es ist Beginn des nächsten Kampfes.
Das wäre erstmal, wenn ich weiß, dass ich habe, es ein Bosskampf, was würde nicht der Fall sein und wufu. Skillkarten und die Seni. Oh, Blitz! Okay. Oh, Viereck. Ich muss schon mit X angreifen. Schatten im Vorteil. Warum? Ich hab den noch angegriffen. Ganz ehrlich, warum ist das jetzt ein Vorteil? Mit Qual belegt. Echt, ich fühle mich echt gefehlt hier. Danke, dass du mich mal Qual befreit hast. Hab ich einen Feuerwurf bei mir? Weiß ich gerade gar nicht. Schon Angriff. Meine Gefolgsleute. Was haben wir hier so Schönes? Komplett regenerieren. Also ist der Bonus, den ich jetzt habe. Verstehe. Komm. Wir haben jetzt mal einen EP-Boost. Das ist wahrscheinlich für den aktuellen Kampf. Tausend Yen. Danke. Falsche Taste. Ja, scheint da war der Truhe der Bossgegner, ne? Alright, we've covered everything on this floor. Ah, ne, das ist nur Truhe. Ich hab doch all meine Dinger verbraucht. Ey, es tut weh. Drache. Fahren die im Special jetzt eigentlich? Eis. Kabel raus. Puffeltime. Eier. Na, Eier? War eigentlich mal mitnehmen, so. Dann habe ich jetzt keine mehr, weil ich die doch alle für diese Uhr verwendet habe. Ah, ich hab's noch einmal. Ja gut, dann. Perfekt. Mein Erfahrungsgewicht in den Truhen ist auch nicht so krass, so. Kriegerula ist schon recht gut. Da lag ich jetzt nichts gegen. Aber ne, ist auch nicht so tragisch, wenn ich den Truhen mal nicht öffnen kann. Falsche Taste. Wo ist denn der Gegner, von der Eli gesprochen hat? Hm. Kommt doch erst auf der nächsten Ebene. Okay, Entdeckung. Ich trigger die auch immer gerne zum Angriff, wenn ich selbst irgendeinen Angriff mache. Außerdem sollte ich immer heilen. La 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 la. S-I-I.
Ich könnte das jetzt nehmen, ne? Weil ich habe Items dafür. Nehme ich lieber Geld. Bei allen, das ist auch wild. Merke ich mir mal. 15.000 Yen, das ist doch schon mal ein guter Betrag. Gut. Ah, okay, jetzt hier haben wir den Teleporter jetzt. Diese Torwächter, wie wir sie nennen, lassen euch nicht einfach durch. Ihr müsst bereit für einen echten Kampf sein. Ja, gleich, so. Ich habe einen Hausschlüssel bekommen, ne? Deswegen können wir auch allein durch die Tür treten. Welcome to the Velvet Room. Ich möchte fusionieren. Registering personas? Ja. Registrieren wir alle. Überschreiben ist aber ein bisschen gefährlich, so, aber das denke ich mal, das war jetzt okay. Shall we take a look? Ja, okay, wir können auch nicht so viel machen. This would be a wise choice. Pixie hat Elektrizität erlernt, ne? This persona is powerful. Nehmen wir die beiden Eistypen mit und nehmen dann für vorne jetzt nochmal Eis mit. Und er hat ja auch schon Eis, so. Ja. Ich habe noch keine Social Links, so. Ich hoffe, ich erfahre noch, wie ich das machen kann. Und ansonsten muss ich einfach mal ein bisschen, naja, einfach mal gucken, so. Einfach mal ein paar Leute ansprechen und gucken, was passiert. Ich bin Pornois. Ich zeige dir ein Geheimgang, der dir alle meine Kraft gewährt. Dankeschön. Danke, Bruder. Ich hab Schokolade, Leute. White Vanilla Vegan Milk Like. Aber mit Ausrufezeichen statt ihr. Ja, was anderes kann ich machen. Ich bin noch Stufe 7, so. Ich bin Baby. It is a special persona you desire, is it not? Erstmal nicht. Very well. Gehen. Gut, nächster Kampf. Hallo, oh nein, oh nein, oh nein, wie das Rad aus Dark Souls 1. Wobei ich letztens gesehen habe, dass es einer der einfachsten Bosse sein soll, die es überhaupt in Videospielen gibt. Gehen wir. Moin, was geht, Bruder? Wagen, müssen Wagen. Der Wagen ist halt wirklich Nummer 7, ne? Also, glaube ich gerade. Sage ich gerade nur, weil es halt ein Wagen ist, nur der 7 drauf hat, ne? Wir sind doch einfach wieder 7 Seppi drauf klonen, keine Ahnung. Ja, das mache ich doch schon die ganze Zeit. R1 gibt einen Tipp, ein R1 ist, ne? Also auch getauft worden von der Person auf 5, glaube ich. Also die haben wir keine Ahnung und die haben halt Feuerschwäche. Habe ich Feuer im Repertoire aktuell? Flasche gefunden. Dann machen wir euch beide noch fertig. Wir hatten ein bisschen mehr aus. Stabil. Hm.
Ich hätte auch Skillkarten einsetzen können, ne? Aber nö. Vom Garula, ne? Wie sieht denn ein Feuer aus bei dir? Dafür widersteht er. Aua, aua, das tat weh. Ah, Dunkelheitsschaden haben wir auch. Habe ich dann anhand der Farbe gar nicht als Angriff so wahrgenommen, weil es halt ein bisschen aussah wie so ein Effekt-Ding aus Persona 5. Was auch sinnvoll sein kann. Oh, das spielen wir jetzt mal weg. Geil. Aber hey, 1,5 Stunden durchgehalten. Ich bin zufrieden. Und gut, das kriegt auch keiner mit. Und von daher ist nicht passiert. 782 CP ist eine Menge. Media. Dann kriege ich das als nächstes. Finden wir es heraus. Ich weiß, wo wir unseren Fortschritt sehen können. Im PlayStation-Menü. Eigentlich nicht. Reden wir nicht über mich. Wir müssen weiter. Ja, PlayStation-Menü sagt, immer noch 25%. Na gut. Ändert sich gleich, sage ich einfach mal. Ich will mal kurz in die Werbegruppe gehen. Weil ich weiß auch nicht, wie viel Platz wir so haben, ne? Da würde ich gerne einfach jetzt nochmal, wo wir jetzt Level 8 erreicht haben, einfach nochmal ein bisschen fusionieren. Items übrigens. Heilwasser einfach mal anwenden auf alle. What kind of persona do you desire? This would be a wise choice. Please choose. Habe ich auch Feuer und Blitz? Ich habe 3 Sachen kann ich mitnehmen. Ein Eier und Bufu auf jeden Fall, damit wir das weiterhin haben. Also, ja, genau, ein bisschen weiterhin haben. Irre führen. Olympa. Ja, Qual, was ist Qual? Was macht Qual? Gibt's irgendwie Info so? Der Geist da unten hilft mir jetzt auch nicht sonderlich. Irre führen. Nimm mal mit. Man muss 2-mal Start drücken, um das Vorsprung zu bestätigen. Finde ich gut. Gibt es hier noch irgendwas? Ich lohne mich hier immer schön umschauen. This is a startup. Drink more water. Ja, hier geht direkt weiter. Ja, mache ich sehr gerne, Tobi. Mache ich doch sehr gerne für dich. Ich will meinen Apfelsaft trinken, okay? Gut. Da ist gleich die Treppe nach oben. Ja, ich habe halt keine Spielfragmente mehr, ne? All good, gut. Ich glaube, ich habe wieder eins gefunden. Aber benötigst 3, um das zu öffnen, das sehe ich. Ja, dann halt nicht, ne? Dann halt nicht. Ganz einfach. Trinken ist wichtig, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So wichtig, dass ich einen Knochenschluck trinken muss, aber eigentlich auch ein bisschen. Ist das etwa Mutter? Da vorne ist ein seltsamer Schatten. Vielleicht könnt ihr ihn überraschen. Barrett, mein Trommelfell. Wie geht's dir? Was machst du? Navi. Was ist Navi? Ah, du bist Navi. Link, listen. Okay, komm, SP-Heilung, Manu. Hey, let's loot that chest. Ausdauerband, hier schön. Das Herz ist eingeladen, fühl dich wie zu Hause. Soll ich dir ein Brot schmieren? Ich mach das für eine. Ich hab ein Ausdauerarmband bekommen.
Silber Halskette klingt nicht nach einem Zuhörer, was irgendwas macht. Ich schaue mir auch zu. Du bist übrigens kurz gekommen, nachdem, Mano. Warum jetzt? Internet. Fang nicht wieder. Ich hatte gerade nämlich so einen Downer. Also, Internet hat gerade einen Downer, war gerade komplett weg, der Stream wieder. Die üblichen 6 Tinkler jetzt gerade. Oh nein, oh nein. Das hasse alles. Ist da ein Schatten? Ja, wir sind Schatten. Sieh an, sieh an. Der Schatten ist ja wie von der Tarantel gestochen und geflohen. Nein. Das macht's auch nicht weg. Boah, jetzt wieder? Ja doch, jetzt wieder. Jetzt wieder. Ja. Dort ist Tobi wirklich gegangen. Seltene, oder was noch sagen, bei deiner Erkundung des Tartarus begegnest du vielleicht auch seltenen Schatten. Wenn du sie besiegst, erhältst du gewaltige Belohnungen. Wenn sie die seltenen Schatten versuchen zu fliehen, sie laufen weiter, bis sie entkommen sind. Leute, sie also. Okay, verstehe. Von hinten. Bisschen Angst, dass er mich sieht. Penner. Ja. Marvin halt kalt, ne? Verfehlt, ist nicht schön. Okay. Der haut gleich ab, ich weiß, was er jetzt abhaut. Okay, Blitz hat wehgetan. Das war bei den Angriffen auch doch einfach nur Pech, dass ich nicht getroffen habe. Kling! Jagd drauf. Nice. Ich weiß, was der mir jetzt gebracht hat, das erfahre ich glaube ich gleich. Aber jetzt erstmal, TP-Regeneration habe ich gerade gemacht. Und. Da kommen dann die EP. Ach, schön, dass ich jetzt gerade die ganzen Anfangstrophäen bekomme, so für alle zum ersten Mal gemacht haben. Das ist immer. Ich finde eigentlich immer recht schön bei Spielen. Einfach diese hier, du hast das und das zum ersten Mal gemacht, hier, mach weiter. Gut. Na? Den ersten Schatz, den wir in Persona 5, da hab ich zweimal verkackt. Was denn? Zwillinge und Bronx. Ist jetzt auch wieder ein Trunk. Ja, Wind. Elektrizität ist das. Mach direkt nochmal. Aber es wird ja zum Glück alles lauber und vernünftig. Ich glaube, die Schwäche kann ich noch. Also YouTube, ne? Es wird ja alles im Look aufgenommen. Gleich habt ihr ein schöner, glatter Qualität. Geld. Dreimal Geld. Das ist die Belohnung von dem Schatzdämon gerade. Dreimal Geld. Kann nie genug Geld haben, habe ich gehört. Yen, gefällt mir. Oh, eine Truhe. Looks like we've mapped everything. Ein Magieband.
Hat mehr TP, ja. Da komm, kriegst du ein Magieband. Was ist eigentlich Ausdauer in dem Spiel? Was macht Ausdauer? Ist das mit Ausweichen so? Gehört das zur Ausdauer dazu? Im Kodex von Persona 5 würde ich Ausdauer eher mit K und TP bezeichnen. So, weil glaube ich, aber Ausdauer trinken hat glaube ich noch TP gegeben. Okay, vierte Stufe hat eh beides gegeben. Und von daher. Ich spüre einen stärkeren Gegner auf der nächsten Ebene. Okay, der auf der nächsten Ebene, sagt sich auch mal direkt. Fluchtbefehl verwendet. Ein strategischer Rückzug kann über Leben oder Tod entscheiden. Ihr könnt euch immer sammeln und es erneut versuchen. Okay, im Kampf kann ich fliehen. Wird nicht immer funktionieren. Aber okay, wenn ich den Fluchtbefehl gebe, müssen die anderen Gegner, müssen die anderen Leute immer noch kämpfen. Also wir fliehen jetzt unmittelbar. Blitz, was warst du? Feuer. Eigentlich hätte eine Deckung so. Brauche ich nicht. Ey! Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das mit den Spielicht-Kristallen Twilight-Cheek finden soll. Habe ich bisher noch nicht ausprobiert. Wobei, Eis ist glaube ich nur 3 wert. Kostet glaube ich nur 3, ne? Silky nochmal erhalten. Na komm, nehme ich mir die nochmal mit. Rebellion. Klingt nicht nach einer Karte, die ich benutzen will. Letzte Game. Ich meine, vielleicht eh nochmal. Zumindest gehe ich davon aus, dass ich dann nochmal so einen Teleporter bekomme. So einen Dauerteleporter. Und 1,5 Stunden ist eine Aufnahme. Ah ja, genau. Habe ich nie genutzt. Habe ich ja nie genutzt. Glücksband. Oh, Truhen habe ich aber benutzt. Hier los. Hat das Kind da drüben auf eine Schwert? War das Blitz? Doch ja, ne? Das war Blitz. Ne, Eis, ne? Ja, genau. Halt auch nur gut für Physical Hits, ja. Und, ne, sowas nutzen wir ja nicht. Weil manchmal schon, so, ne? Vor allem, wenn wir halt keine SP verbrauchen, weil es ist manchmal ganz praktisch. Aber, naja, letzten Endes. Na, hast du wieder gefangen, Internet? Hm. Geld. Der Engel nochmal. Na komm, Geld. Bitte aufhören. Warum steht Perfekto oder ist das Perfetto? Ein Juwel. Darunter. Was hältst du eigentlich von den Karten-Sea-Konzept? Was halte ich davon? Ist nett. Da denkt man halt ein bisschen mehr darüber nach, auch zum Beispiel Sachen Geld zum Beispiel so. So ein bisschen zu bekommen, wenn es nur dadurch bekommen kann. Unter anderem halt. Ja. Ich finde es halt ein bisschen, in Persona 5 fand ich es halt irgendwie schön, dass man doch wirklich die Schatten, die man bekämpft hat, das waren doch wirklich schon direkt so Personas.
Weil man halt die dann so bekommen kann durch Gespräche und so weiter. Das war eigentlich schon ganz nett. Hier ist einfach mal so, ja, random mehr hier hast du, wirst du direkt hinterher geschmissen. Also vom Gameplay ist es schon nicht unspaßig, sage ich jetzt mal. Aber so vom... Das kostet beides für. So von der Welteinbindung, naja. Mach ich jetzt nochmal? Nee. Hätte jetzt einen anderen angreifen sollen, der auf dem Boden lag, so, aber gut. Muss ein bisschen SP sparen, sonst ist gleich tot, das ist nicht so gut. Guck mal hier, Shuffle Time, das ist so ein random Shuffle Time. Moment, nein, das ist doch genau. Weil ich hab Heil-Item so. Ich mach das mal, ne? Ich mach das mal jetzt, das ist eigentlich recht sinnvoll. Der hat bestimmt Feuerschwäche, hm. Ich hab doch gerade Heilung genommen. Ich verstehe das nicht. Tobi, kannst du dich mal kurz erklären? Vielleicht? Ich habe mir gerade als Karte Heilung genommen, aber die Heilung hat noch nicht gewirkt. Oder verstehe ich irgendwas falsch? Ich bin gerade so ein bisschen irritiert. Aber sonst hatte ich mal bei einer anderen Sache, dass die irgendwie erst später oder erst beim nächsten Kampf dann wirklich auch funktioniert. Liest halt richtig. Okay. Okay, Boss. Ist ja dumm. Das ist dumm. Das ist dumm. Naja gut, dann nehme ich das halt nicht mehr. Aber gut, ja, für dich, ja, ja. Finde eine verschlossene Truhe. Mikey, was ist los? Oder nehmen wir Heil-Items, ne? Wir haben ja Heil-Items, wie gesagt. Gibt später Hilfe für alle, gut. Aber gut, das für den Anfang, ne? Das ist eigentlich recht sinnvoll, recht logisch, dass es das halt auch nicht für alle gibt. Bin aber gespannt, ob es nochmal SP-Heilung durch Karten gibt. Vielleicht kommt es ja auch später. Die Teleporter sind wirklich convenient. Ich wonder how they work. Ein single enemy detected. Darf ich eigentlich sterben? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Wahrscheinlich dürfen auch nur meine Kollegen sterben und nicht ich. Was bist du eigentlich für ein Käfer? Ich weiß es nicht. Okay. Ich dachte, Wind würde ich irgendwie klein, aber gut. Weil er halt so stabil aussieht, ne? Aber gut, ne? Ein Käfer kann man umpusten. Mainshot darf nicht sterben, dachte ich mir. Was heißt sterben, ne? Außer Gefecht geraten. Aua. Weg mit dir. Stufenaufstieg. Ryuji, mein Trommelfell. Okay, sorry. Ich finde den Spielig-Kristall ein bisschen seltsam. Keine Ahnung, ich finde das Konzept ein bisschen nervig. Weil ich kann die halt nicht öffnen, weil es kann... Ne? Portal, oh, ganz nett. Na gut, dann halt nicht, ne? Warte, Elektrizität haben wir hier. Und Feuer.
Weil Elektrizität wird dann kein. Ich hoffe, der Boss hat Windschwäche, der gleich kommt. Weil jetzt sind die ja so ein bisschen benebelt, so. Kann ich jetzt einfach. Was habe ich gemacht? Verwirrung. Naja, da war eigentlich immer so Psychokinese irgendwie eine Sache. Weil ich bin eher hier, warte mal. Ja, komm, mach. Ich bin dann langsam so out of SP und das ist ein bisschen musiktechnisch. Die Musik gefällt mir. Die Musik gefällt mir. Oh, Geld. Geld. Ich kann mir bestimmt irgendwo. Wo kaufen wir uns Medizin irgendwo? Auf jeden Fall nicht bei der Polizei. Aber die Musik ist schön. Da kann ich nicht meckern. Treppe. Ich glaube, ein Spielspiel habe ich nicht auf den paar Metern gefunden, ne? Ja. Na gut, dann gehen wir weiter hoch. Im Portable-Teil, by the way, ja. Ich weiß nicht. Ich hatte irgendwie was gesagt mit nächster Ebene starker Gegner, irgendwie. Keine Ahnung, ist es dann doch nicht die nächste Ebene? Hat man sich mit Jen einfach heilen können und. Aua! Okay. Ich habe ihn gesehen, aber irgendwie war er noch einmal da. Ja, keine Ahnung. Ich finde mit dem Schwierigkristall irgendwie ein bisschen. Ja, wir wollen, dass ich 7 Kristalle brauche, um meine SP und TP voll zu heilen, so. Ein bisschen, Weiß ich, bin nicht so ein Fan davon. Irgendwie. Dass man die halt überall so braucht, muss irgendwie ein bisschen. Ist mir ein zu sehr ein universeller Schlüssel. Ich habe nie die Kisten geöffnet. Verstehe ich. Vielleicht habt ihr die nur für Heilung aufgespart und gibt es da später noch einen anderen Verwendungszweck. Den du jetzt natürlich nicht nennen bräuchtest dann, aber einfach nur, gibt es noch einen anderen Verwendungszweck? Oder kenne ich da schon alle? Top-Tief, Schlag. Warum wird es eigentlich immer teurer hier? Okay, man bekommt die Dinger noch anders weiter, das ist auch beruhigend. Du hast mehr AP aus Kämpfen. Cool, ja. Gibt es nur eine bestimmte Anzahl. Okay, also die sind einfach Pixel in der Welt beteiligt, die kann man halt sammeln. So. Also ein bisschen wie die Juwelen der Güte in Skyward Sword. Ah. Ja. Man kann auch diese ganzen Ebenen auch immer wieder neu laden, so. Ja, da kann man ja nicht so die, also die Truhen bleiben mal fest, aber diese kleinen Dinger hier, die kann man ja immer wieder neu aufschlagen und auch Gegner bekämpfen, so. Ich weiß nicht, ob man von Gegnern die auch bekommen kann. Aber ja, ja. Bekommt man auch nur eine bestimmte Anzahl von denen extra, verstehe. Vielleicht.
Ja, das habe ich gesagt, irgendwie so. Das Ganze ist ja alles mehr Mementos als richtiger Palast. Die Gegner. Nebel, Tebel, Laterne. Also bekommt man scheint auch viele Sachen, die ich gut verkaufen kann. Hi. Das geht zum Angriff meinerseits. Oder so ein neutrales Ding. Ja, muss erstmal SP-Items haben dafür, ne? Na 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 na. Dankeschön, guter Mann. Takeba, are you all right? I don't know if I can go on. Ah, jetzt hab ich SP-Items bekommen. Das ist gut. Okay, jetzt hab ich neuen SP-Item mittlerweile bekommen. Das ist gut. Ja, dann nimm mal direkt. Alle TP bei einem. Ja, alle. Aber alle ist dann später mehr wert, ne? Lebensteinloburgen. Seltsame Happen im Kampf. Okay, ist auch nochmal wichtig. 100 TP bei einem. 30%. Glaube ich dir. Und bin ich gut. Ah. It's a treasure chest. Wo ist jetzt eigentlich der starke Gegner, von denen du vor drei Runden gesprochen hast? Na gut, vielleicht war es einfach so ein normaler Kampf, der vielleicht, wo ich vielleicht fast gestorben bin, keine Ahnung. Für keine Autoheilung. Seltsamer Happen. Ne, ich muss es im Kampf benutzen. Gut, mal gucken. Lock PlayStation irgendwie 50% mittlerweile. Ich hätte eventuell auch nur die Präsenz des starken Gegners wahrgenommen, aber auch ein paar Ebenen voraus. Also ja, wenn man ziemlich sicher, dass sie gesagt hat, in der nächsten Ebene. Aber wer stand auch in den nächsten Ebenen und ich habe einfach nicht gut gelesen, wer weiß. Ich kann wieder Magie benutzen. Angriff. Die Hintergrundmusik ist voll. Die gesamte Gruppe hier. Die gesamte Gruppe regeneriert 50% ihrer TP und weil ich halt den Arcana-Schub habe, wird alles gereinigt. Na gut, jetzt brauche ich das nicht mehr. Konter. Ja, kann man ja mal haben. Oh, I'm pretty well.
Hier so gleichwertig. Machen wir das hier und das hier. Also gerade so ein mehr SP hat mein Hauptcharakter. Ich hab aber übrigens vergessen, wie die ganzen Leute heißen, so, ne? Ich glaube, das ist normal. Aua. Na ah, nee, komm. Muss dir mal das Original Battlefield anhören, das hat ein bisschen mehr Pfiff. Mach ich. Krieg's mir gerne zu, dann denke ich da auf jeden Fall dran. Denk mal, du Penner. Shuffle Time. Ja, neu, den kenne ich doch schon, den habe ich schon mal fusioniert. Ja, nur, ich bin gerade einfach nochmal. Ein Kraftband. Ich mag dieses Menü hier. Ich frage mich, was für eine Bedeutung Wasser an dem Spiel noch haben wird, aber ich mag es auf jeden Fall vom Stil. Etwas mehr Glück. Verbessert die Magiekraft. Manche Magiebahn haben sogar ausgerüstet, sehr gut passt. Physische Stärke, ja komm. Wenn ich physischen Angriff mache, dann eigentlich auch eher mit dir so. Uniform und Armband. Das ist halt die Kampfuniform, eine Schuluniform mit einem komischen SS-Armband. Ich lieb's. Social Link. Nare. Hat auch 10 Level hier auf jeden Fall. Liste, was ist Liste? Okay, ich hab den Nah und irgendwie sind diese Leute hier in der Nahliste, also keine Ahnung. Da könnte ja mal ein Angriff mit Eis. Und weg. Kriege ich da keinen Shuffle Time, ne? Nee. Weil es zu stark war. Na gut, hätte er den Angriff nicht machen müssen. Da ist eine Schatztruhe. Immer schön alle Ecken abschauen, weil überall so ein Ding. Lebenstein. Total Burgen, das Ding. Oh, das ist aber eine besondere Schatztruhe. Die haben beide Feuer. Gut, dass sie nicht töte.
Mach du weiter direkt. Mal die Aufnahme geht jetzt schon 2 Stunden, sehr schön. Shuffle Time. Mehr EP, Agi, mehr EP. Lettle Game. Ich bin eine wertvolle Schatztruhe. Ja, hier. Öffnen wir doch mal. Heilpulver. Heilung für die Slayer. Set Slayer. Gut, ich habe alles erkundet. Dann hauen wir mal ab. Aua. Das ist okay. Da. Wollte eine Kopfschüsse machen, mich wahnsinnig. Du hattest Eis. Dankeschön, Tobi. Für die Massenzerstörung. Wieso? Was habe ich gemacht? Oder was hat das Spiel gemacht? Hohe Priesterin, mehr EP. Mehr EP. Wieso macht ich das fertig? Keine Ahnung, das ist halt irgendwie so. Keine Ahnung. Das ist halt einfach weird, ja, ne? Tut mir leid, ich finde es ein bisschen seltsam, sich in den Kopf zu schießen. Naja, ist irgendwie so eine Maske vom Gesicht abzureichen oder komplett ganz viel Blut trieft, das ist glaube ich sogar noch brutaler. Zumindest war das schon so ein bisschen. Naja, ist beides irgendwie eklig. Ich komme runter. Ich komme runter. Ich glaube, ich habe jetzt übrigens auch dazu entschieden, erstmal eine Final Fantasy 7 zu spielen. Das ist auch original, bevor ich Final Fantasy 8 spiele irgendwie. Bin ich gerade einfach mehr im Final Fantasy 7 Fieber. Das kann man, glaube ich, verstehen. Ich kann noch was fusionieren. Aber falls irgendwann mal ein Final Fantasy 9 Remake kommen sollte, das hat auf jeden Fall. Das kommt dann so auf jeden Fall. Das überholt alles. registrieren. Registrieren wir mal alles so. Also überschreiben hat sie nicht gemacht, verstehe. Na gut, bleiben wir mal dabei. Fusionieren. Have you all the elements you need? What kind of persona? Do you Silky, ja. Würde ich mir eventuell gleich mal. Weil, ich weiß gar nicht, wie viel das kostet, so. Magierwagen. Ah, nee, ich hole mir keine Persona so. Ich brauche mein Geld für andere Dinge. Seeing what personas come to be is a. This persona is power. What do you wish to inherit? Angriff erhöhen von einem Verbündeten. Vielleicht will ich das jetzt haben. Ja, ich hab kein Social. Tut mir leid, ich hab halt einfach keine Social Links. Tut mir leid, ich bin introvertiert, ich kenne niemanden. Ich find's gut, dass man zweimal Start drücken muss, um Sachen zu skippen. Ich hoffe, das gilt auch für so Vorspulen-Geschichten. Oder kann man einfach Persona 5 Taktiker, dass einfach 2 Tasten zum Vorspulen hat. Alles gut, mein Schatz? Social Link. Ja. Man gewöhnt sich dran, ja. Es ist ein sinnvoller Begriff. Das Nuke haben sie nicht eingedeutscht in.
Gibt es irgendein deutsches Wort, was zwar richtig ist, aber weird klingt? Partnerschaften. Partnerschaften. Ja, schürze ich hier wieder. Please choose the. It is a special persona you desire, is it not? Are you finished? Is it or is it not? Ich will zurück. We look forward to your. Ich will zurück. Schön, dass es beigeblieben ist, ne? Ich will zurück. Also in meinem Sprachgebrauch. Wie geht's euch so? Hab ich vorhin schon gesagt, nur es war die gleiche Antwort. Boah, er meint, glaube ich, gehen, so. Narre. Nur den Narre. Runter da, Blacky. Nur den Narre. Muss mal ausprobieren, wie man noch weitere machen kann, so. Überanstrengend ist nicht. Solltest du erschöpft sein, zieh dich ruhig zurück. Aber wie gesagt, es hat ja prinzipiell auch jetzt erstmal nur einen Nachmittag, glaube ich, wo ich was gemacht habe. Und jetzt abends bin ich direkt wieder in den Tartarus gegangen, so. Weil Leute muss einfach mal so ein bisschen durch die Stadt gehen und, keine Ahnung, Leute ansprechen. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Fortschrittsüberprüfung? Ganz ehrlich. Moment mal. Ich hab ihn gerade aus meinem Team geschmissen. Dann ist doch nicht die gleiche Antwort, aber das ist. Keine Ahnung, was ist denn das? Also warte erst einmal, lass mich darüber nachdenken. Warte mal. Ach so, verstehe, warte erstmal. Ah, okay, das ist halt wirklich so ein okay, rein-raus-Ding, das ist einfach nichts verändern. Na, okay. Trotzdem nett, weiß nicht. Ein bisschen seltsam formuliert. Items. Lebenstein. Machen wir weiter. So, ich will mich prügeln. Genau, Deckung haben wir auch schon so ein bisschen gemacht, aber eigentlich eher nur um Zug zu skippen. Da kann man auch keine Statuseffekte allein, das ist nett. Bereitet ein Gegner einen schweren Angriff vor, sollte man in Deckung gehen. Okay. Komm, ein bisschen ist eine Maschine. Elektro-Reihen ist auch immer sinnvoll, sage ich doch. Leck, bitte nicht. Ich spiele noch 5 Stunden. Brenne ich? Nee. Tempoachse. Nur zu zweit diesmal. Finde ich sexy. Für einen Dreier bin ich noch nicht bereit.
should help. Thanks. I'm just getting started. Good job, Eli. Now Let's strike see. Back. Penner. Kein Penner. Oh, jetzt liegt Yuri wieder am Boden, aber von mir aus. Ne, da wird ja die Old Attacker sich ausreifen, so. Ja, viel fehlt dann nicht mehr. Weg mit dir. Wo wir schon dabei sind. Wie neuer Anführer. Was? Du kommst immer auf Ideen. Willst du nicht wissen, wie ich mich so schlage, nicht? Sollen wir wechseln? Honestly. Halt, es wäre nicht gerade schlau, mitten im Einsatz die Führung auszutauschen. Unter Assassin kommen wir stetig voran. Machen wir also weiter. Ja, ich wollte schon sagen. Ich bin derjenige, der hier mehrere Personas beschwören kann. Ist anscheinend, glaube ich, noch keinem aufgefallen, so, glaube ich irgendwie. Aber ja. Wir sind hier das besondere Kind. Also die Rothaare, ja gut. Na gut, ihr trau ich aber auch nicht, von daher passt das schon. Akihiko ist der Verletzte gerade. Warte mal kurz. Nehmen wir lieber Eier. Bufu. Ja. Könnte jetzt potenziell fehlen, aber ist erstmal okay. Ja, Junpei ist der mit der Cap. Yukari ist die sexy Bogenschützin. Und wir sind. Haben keinen Namen. Wir sind namenlos. Gibt's irgendwie, keine Ahnung. Irgendein Manga, irgendein Anime, irgendein Forumsbeitrag, wo es einen offiziellen Namen für ihn gibt. Für mich gibt. Gerne auch einen eindeutigen. Hierophant. This persona is what do you wish to inherit? It seems no new power. So it begins. Ich bin dein Erzengel. Ich kann dich voll wiederbeleben. Genau, wie unser Haupt. Gibt es für den Hauptcharakter irgendeinen offiziellen Namen? Den man vielleicht mal gehört haben könnte. Gehört haben sollte. Die Items gehen aus. Was ist halt los? Er heißt Makoto Yuki. Schöner Name. Gefällt mir. Ja gut, Speichern. Man muss gerade lächeln. Mach kurz eine kleine Pause. Und dann, ja. Geht doch direkt weiter. Gucken wir mal, ne? Ich habe so ein bisschen Gefühl, dass wir halt nichts anderes heute machen. Aber es ist dann halt so, ne? Es ist dann halt einfach ein Memento-Stream, so, ne? Was anderes als Memento ist das ja, wie gesagt, nicht. Wie hab ich denn? Ich habe halt einfach keine Spielfragmente, so. Na gut. So wichtig wird der nette Ton auch nicht sein. Ich finde auch diese volle Heilung bei der Uhr irgendwie ein bisschen teuer so. Aber naja, wenn man keine SP-Items hat, ne? Der Schatten und diese Ebene sind wirklich schwach. Hier könnte man den Waschbefehl ausprobieren. Okay. Ist halt schnell durchlauf so. Wenn sie will, dass wir das ausprobieren, dann probieren wir das mal aus, ne?
Zum Thema, die Schwaben sind schwach, die verstecken sich wohl von mir, so schwach sind die. Ja, Aufnahme und Mikrofon sind an, sehr gut. Falsche, ich hab die falsche Taste gedrückt. Ich soll schon mal mit X angreifen. So, machen wir mal, ne? Wir machen sie, glaube ich, auch immer nur physische Angriffe, so. Na, einfach Special dabei auch aktiviert. Geistentzug. Um ehrlich zu sein, gar nicht so dumm. Muss ich halt nochmal so ausrüsten, so, ne? Aber dann bin ich halt auch mal ein bisschen stressig für. Ich könnte mir die bei Josuke duplizieren lassen, ne? Aber Josuke, der. Wobei, ich kann ja irgendwie Karten malen im. Beim Schreien, glaube ich, irgendwie kann ich, glaube ich, das machen. Der Josuke schreien oder so. Und der hat einfach Nahkampf als Schwäche, so. Also, Hieb, ne? Stich? Nee, Stich. Nee, ich schlag ihn einfach. Ist auch eine Schwäche. Man kriegt keine Shuffle-Time, leider, wenn halt, ne? Keine Safe Shuffle-Time, wenn wir keine All-Out-Attack machen, so rum. Augen offen halten, alles klar. Ja, habe ich noch Eis, die Frage. Ich habe 0 Kilobit pro Sekunde. Verbindung getrennt. Na, Blacky? Ja, was los? Ja, da war das Spiel mal weg auf einmal. Mal Aramita mal mitnehmen. Alle Werte bis zum nächsten Kampf. Polimpa. Ich gebe mir Aramita mal nochmal. Mehr Fusionsmaterial sind immer gut. Ja, anscheinend, keine Ahnung. 20 bis 22 Uhr im Internet kaputt, keine Ahnung. Ja. Müsste. Hätte Tüte. Lümmeltüte. Ja, es ist gleichmäßig, genau. Ich hab halt auch Garula schon, so, ne? Starken, mittelstarken Windangriff. Ich
Na, ich probiere mal andere Lachen so aus, ne? Wir werden auch die Infos bekommen. Aber hier bekommen wir die Infos nicht, ne? Wenn wir die fangen, ne? Weil wir können die ja nicht fangen, ne? Von daher kriegen wir auch nicht alle Infos dann automatisch. Da war Persona 5 auf jeden Fall ein bisschen freundlicher. Komm, mach noch mal einen zweiten Angriff, Manu. Denk mit dir. Ist der doch eine All-Out-Attack? Nee, doch keine. Na, es war ein bisschen heftig. Seltsame Happen, Aufstehungsperle. Ich müsste mal seltsame Happen verteilen im Kampf, das ist auch eine Heilmöglichkeit. Gibt halt keine Heilung so an sich auch in Ordnung, ne? Das hat auch gestrichen. Ne, nehmen wir nicht, der ist böse. Ja, wenn es wirklich darauf anlehnen würde, kann es halt immer so ein bisschen durch die Gegend rumlaufen, halt Lachen sammeln. Vielleicht mache ich das so irgendwann mal, ne? Wenn ich halt einen Stream mal mitten in einem Palast beende. Hier geht's hoch, ne? Oh, hier geht's hoch. Oh, ich wollte gerade Hoffnung schüren. Dann nur Sachen, die ich habe, ne? Lass mal halt, wenn man konnte ja die Schatten halt fangen, ne? Dann wurden die erst die Personas, dann hat man ja auch alle Infos schon gehabt über Schwächen und Stärken der Gegner. Das hat man hier halt nicht so, und da muss man theoretisch mal alles ausprobieren. Zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Oder man hat mich. Oder man hat Tobi. Ich bin sowieso lieber. Baby, baby. Aber man ist kacker manchmal. Ach, so eine kleine Fehlerquote, nennen sie das einfach mal. Macht doch ein bisschen aufregender. Couple Time. Rebellion, lassen wir mehr EP. Eigentlich ist es mit den Karten eigentlich schon ganz nett, so ein bisschen. Also weiß nicht. Es macht Spaß mit den Karten, so, ne? Von daher, Videospiele sollen ja Spaß machen. Denkt man sich immer, wenn man sich so Leon-Streams anschaut, vielleicht nicht. Aber Videospiele sollen Spaß machen, Leute. Ah, nicht runter. Da lang. Ich hoffe halt mal auf jeden Fall, keine Ahnung. Irgendwie, ich mache doch weniger Geld, als ich manchmal glaube, so. 20.000 hat sie schon mal mehr. Nee, bei nee. Es hat lange kein Geldbonus mehr, ne? Gönn noch mal. Aber ich kriege auch viele Sachen, die ich verkaufen kann, ne? Von daher, mal gucken, wie viel Geld ich danach habe. Warum sind schon wieder drei Gegner, so in das? Ich hab ein Mabubo-Juwel, das greift sogar alle an.
mit Furcht belegt. Ja, war halt ein seltsamer Abend, ne? Ja, die kommt schon klar. Die schafft das schon. Das ist Blackie, Leute. Kennt ihr ihn schon? Geld. Ja. So viele Wege. Ja, ich hoffe einfach mal auf ein bisschen EP-Items. Weil ich kann ja einfach, wie gesagt, die EP-Items, also die ganzen Items, gibt es ja auch aus diesen Kristalldingern, ne? Denke ich mal. Das heißt, du musst dann theoretisch einfach nur nochmal Gebiete ablaufen und einfach nochmal so ein bisschen rumlaufen und hoffen, dass ich was bekomme, so. Und dann kriege ich das irgendwie hin. Will auf jeden Fall nicht früher gehen als notwendig, außer, keine Ahnung. Naja, ich denke mal, wenn ich diesen Garten abgeschlossen habe, dann gibt es da schon irgendwie einen Grund zu wechseln. Ne, Blackie? Also wieder rauszugehen. Ich warte auf die, Frames. Jetzt alles auf eine Karte, okay, Angriff. Dich. Aua. Nein. In den Deadlam haben. Mit den Nebeneffekten wird es mir das später sowieso nicht geben. Mal den dritten Hieb hätte er noch machen können. Aua. Komm weg mit dir. Makoto. Ah, wäre so ein großer Raum. Bitte nicht töten. Dankeschön. Ja, Blackie. Ja, was ist denn los? Donner brauche ich bitte einmal. Sio.
Blackie bleib hier. Let's do the same thing for our next fight. Lebenstein, das ist gut. Was haben wir hier in der Truhe? Die ist unverschlossen und ist besonders. Heilwasser, dankeschön. Das sind aber Heil-Items langsam relevant sind. Oh, hi. Wenn ich zumindest einmal SP-Heil noch bekommen könnte, das wäre ein Traum. Oh nein, für so viele Gegner. Mabuchu-Juwel. Guck mal, da ist Pio fast tot. Voll gut. Gute Arbeit. TP-Regeneration. Aber nur meiner. Das ist ein bisschen unnötig. Dann nehmen wir mehr EP. Glücksband. Sind eigentlich Items, die man verkaufen kann, ne? Das ist Treasure, genau. Nein, nicht Sio. Da war ein Level 3 ist auch nicht so stark, ne? Aber habe ich halt nichts anderes. Wobei stark ist trotzdem. Ich glaube, so ein bisschen an meinem Level das habe. Aber wäre ein Traum, wenn es fehlt, einfach noch auf dem Rücken liegen bleiben würde. Naja, natürlich nicht. Einzelschuss. Ja, guck mal, jetzt haben wir nicht mal in der Mitte, das hatten wir noch nicht. You've lost a lot of stamina. Are you all right? Stamina-Kondition. Oh, 680, das ist ein bisschen fake. Was haben wir denn hier Schönes? Speedy-Fragment, stimmt. Hier brauchen wir ja 7 so, ne? Ich will mal gucken. Ja, hab ich halt nicht. Und hätte ich nicht benutzt. Das ist eine berechtigte Frage, so. Ich glaube nicht dran. Ja, ich glaube halt, na doch, ich glaube schon dran, so. Weil ich glaube, dass wir dann irgendwann in den nächsten Ebenen, spätestens auf Ebene 25, dass dann erstmal Schluss ist. Ein bisschen hoffe ich das auch, weil es wird gerade einfach vom Spiel gesagt, komm, hey, verpiss dich jetzt. Warte, ich geh nochmal zurück, ne? Klingt, erstmal an einem Gegner vorbeigerannt. Weil die anderen beiden haben ja eigentlich noch. Nur wir sind halt so ein bisschen arm dran. Hm.
Ich bin halt auch, ne? Couple Time ist halt eine gute Time. Und hier dreimal Geld. Ich hätte gern drei Geld und null Kinder, ne? Oder ein Kind. Ach, keine Ahnung. Oh, direkt hoch. Ja, du. Okay. Okay, okay, das klingt spannend. Alles gut, Lecky? Jo, komm mal doch runter von den Sachen, bitte. Und uns hier sagen, wir sollten. Oh, das ist okay. Also nichts Gefährliches. Looks like we can take a breather. We're making good progress. What's this? Ja, natürlich auch. Erinnert ihr euch, dass ich erzählt habe, der Tautaurus Leidos Riss ähnliche Grenzen in mehreren Bereichen aufgeteilt? Ich glaube, das ist eine dieser Grenzebenen. Ich spüre keinen Gegner, würde ich das mal umsehen. Das klingt nach einem guten Punkt, wo du gleich sagen würdest, hey, geht bitte. Also, ich werde auf jeden Fall dann gehen, so. Black hier, bitte hör auf. Wirklich. Finde ich super. Die Tat aus, wenn sie den Tag oder vielleicht ist der Weg morgen dann ja nicht mehr blockiert. Leider schon diese Logik nicht so gelten. Auf einigen Ebenen gibt es feste Strukturen und Grundrisse, sowohl auch auf dieser. Vielleicht hat ein anderer Faktor das verursacht. Ich recherchiere. Mir wird automatisch rausgeschmissen, dankeschön. Altes Dokument. Oh, ein Schlüssel. Die Erweiterung des Stromnetzes ist abgeschlossen. Die Leistung erstaunt mich. Wozu braucht man eine Insel? Wozu braucht eine Insel, auf der nur eine Schule gibt, so viel Strom? Ja, irgendwas ist mit dieser Schule, ne? Das habe ich ja im letzten Stream auch schon gesagt. Alright. Zurückgehen. Ja, ne? Können wir mal in den roten Velvet rumgehen. Und sehen wir gleich nochmal so ein bisschen was anderes, ne? Ah. Und. Dann hauen wir doch mal ab, ne? Alles klar. Fortschritt prüfen, was sagst du denn? Weiter geht es nicht. Mission erfüllt. Zumindest für den Moment. Gut gemacht. Na dann, keine Ahnung, hier rausgehen, ne? Yes. Machen wir Schluss. Boah, eigentlich könntest du mal so ein bisschen rumlaufen, Sachen sammeln, ne? Aber das kannst du beim nächsten Mal machen, wenn es hier, ne? Von daher, machen wir Schluss. Und ich will es halt jetzt auch nicht so, ne? Also von daher. Da 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 da